Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Hotel. Ich sehe mich mal ein bisschen um, was es hier so alles gibt. Ein Heftchen haben wir ja schon gefunden und ein Band. Es gibt einfach zu viele Wege hier. Was ist das? Da gehen wir mal hoch. Unser Zimmer, hat sie gesagt. Welches war unser Zimmer? Hier kann man in die Lobby runterlobbyn. Hier ist Putt. Dann gehen wir nochmal eins drauf. Oh, bisschen löchrig hier alles, aber... Hey, hier ist denn jetzt mein Zimmer? Das letzte... Hier, die, oder? Welches war denn jetzt mein Zimmer? Ich hab's vergessen. Oben rechts ist das letzte, hat sie gesagt, oder? Naja, ist ja auch egal. Jetzt haben wir hier alles gesehen. Jetzt gehen wir mal wieder in Einsatz. Ich bin so. So, an einer Waffenbank kannst du Modifikationen. Ich weiß. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich sprich mit Kent Connolly. Ich habe doch gerade mit dem gesprochen, oder nicht? Nee. Wo war denn der Ausgang jetzt nochmal hier? Ich versuche sauber zu bleiben. Also bring mich nicht dazu, was zu tun, das ich hinterher bereue. Warte mal, 6 Meter hier raus. Das andere. Stelle im Gottleber keine Fragen. Ist für alle besser. Soll er diese Ken Connolly sein? Hier ist doch nochmal das Tor. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Hä? Moment. Was denn? Ist Good Neighbor nicht gut genug für dich? Dann sieh dir mal Covenant an. Ich hab gehört, dass es da echt so richtig schick ist. Hier, ach du meine Güte. Finanzbezirk, muss ich. Was ist das denn? Old State House, früher ein bekanntes historisches Gebäude. Ist ein Hauptquartier vom Hancock, dem Bürgermeister von Good Neighbor. Na gut, hätte man fast was vergessen. Das wäre schlecht gewesen. Schlecht, schlecht, schlecht. So. Nee, haben wir nichts vergessen. Hä? Soll ich wieder rein? Also jetzt check ich gar nichts mehr. Sondern halt wüsste, was das dann... Ah, ich kapiere es nicht. Es muss ja da drin sein, sonst würde die Tür ja nicht aufleuchten. Was da noch was ist. Ich habe doch mit denen alle jetzt schon gesprochen. Lass dich nicht unterkriegen, Mann. 24, 19, 18. Ja, der bringt mich wieder zu der Tür. Da muss ich hin. Ich dachte, das ist ein Ausgang. Die Höhle der Erinnerungen. Na gut.
Größer als gedacht. Ach, hier, da geben sie sich die Drugs, oder? Oha, der Rogdanen. Die Höhle der Erinnerungen nimmt derzeit keine neuen Kunden an, Schätzchen. Irma, lass dich mal angucken. Naja, geht so. Aber wo ist denn jetzt dieser Kerl, den ich sprechen soll? Das war doch nicht sie, oder? Mal Quatsch. Und gefällt es dir in Good Neighbor? Geht ist so. Ist eine irre Stadt, was? Hey, Irma. Gefällt dir die Einrichtung? Meine Geschäftspartnerin hasst sie. Sie meint, sie wäre nicht so der lustige Typ. Du willst wissen, wo die Memo-Sessel herkommen? Ein Mädchen muss auch seine Geheimnisse haben dürfen. Muss ich mit ihr sprechen? Bevor du fragst, ich hätte mit der Einrichtung nichts zu tun, also will ich auch nichts darüber hören. Amari. Ich bin etwas beschäftigt. Was gibt's? Die Memo-Sessel sind empfindliche technische Geräte. Bitte, lehn dich nicht dagegen, spring nicht drauf oder tritt sie. Mit wem muss ich jetzt hier quatschen, Madame, nochmal? Komm ich darüber? Am besten durch die Tür. Also, da ist er ja. Na du? Good Neighbor ist verrückt. Diebe, Mörder und Schlimmeres. Manchmal muss man der Realität entfliehen, um den Tag zu überstehen. Die Welt ist schon schrecklich. Die ganze Welt ist verrückt. Das stimmt. Kennst du Silver Shroud? Den bräuchten wir. Wie aussichtslos die Lage auch scheint, er kriegt es hin. Silver Shroud. Was kannst du mir über Shroud erzählen? Er ist aus dem Radiohörspiel. Ich habe alle 419 Folgen gehört. Und auch das Weihnachtsspecial. Er ist der Beste. Besser als Gorgnag und Mentaman zusammen. Hm. Ja. Kommt mir bekannt vor. Du würdest dich an ihn erinnern. Das sind die besten Detektivgeschichten, die es gibt. Was wäre, wenn es Silver Shroud in echt gäbe? Mit seinem schwarzen Mantel und der silbernen Maschinenpistole. Ich hätte da einen Plan, ihn zum Leben zu erwecken. Dann kann er gegen das Böse kämpfen und so für uns alle ein Zeichen setzen. Was für ein Plan? Ich habe mein eigenes Maschinengewehr gebaut. Es ist noch besser als das in der Serie. Aber damit das alles klappt, fehlt mir noch das Wichtigste. Das echte Silver Shroud-Kostüm. Und sie haben tatsächlich eins hier in Boston. Es war für die Fernsehserie gedacht. Hilfst du mir? Vielleicht, wenn es sich für mich lohnt. Ich kann dir ein paar Kronkorken vorab geben, aber versprich, dass du mir hilfst. Ich besorge es. Ich besorge dir das Kostüm. Du machst das? Silvershroud, Silvershroud. Vielen haben sie den Pilotfilm zur Silvershroud-Serie bei Hubris Comics gedreht. Dort müsste es sein. Das wäre großartig. Gracias, Señor. Silvershroud-Kostüm. Eich. So, jetzt haben wir hier aber. Da ist er ja, der Silver Shroud, oder? Nee. Ja, ist es. Voll der Silver Shroud-Fan. Na gut. Na gut, na gut. Dann haben wir hier jetzt endgültig alles, oder? So, wo gehen wir hin? Ich könnte auf der Karte gleich schnell reisen. Ich müsste eigentlich gar nicht rausgehen, oder? Ich mache das eigentlich alles immer umsonst. So, untersuche den Ursprungs des Signals. Hier müsste ich auch noch was erledigen. Alter, wie viele Quests auf einmal offen sind hier. Stadtbibliothek in Boston, da muss ich auch hin. Die sind gar nicht angeheftet, alle. Gell? Sonderlieferung. Sprich mit Check Dingsbums.
Sonstiges. Besorgt dir ein. Oh. Ach, Quatsch. So. Gott, hier sind ja alle Aufgaben gleich in der Nähe. Das ist sehr praktisch. Dann gehen wir erstmal hier hin, oder? Und dann zum Silberspraut. Ich mache nur eine Pause, weil ich auf Toilette muss. So. Wo müssen wir denn jetzt genau hin? Der hinter uns sein. Silberschraubkostüm. Ah ja. Dann gehen wir mal rein hier. Alter. Nun, wir brauchen das Zeug ja nicht mehr. Du legst dich mit dem Besten an. Im Ernst jetzt? Ja, schon gut los, ey. Alter, der ist gut. Was für eine Enttäuschung. Und ein Heftchen. Jawohl, was haben wir diesmal? Du erhältst dauerhaft die Chance um einen Prozent. Den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Ein ganzer Prozent, jawohl. Besser wie nix. Also der Silberschwert. Die ganzen Comics mit. Alle verwerten. Baseballhandschuhe. Lauter verbrannte Comics. Kaufe ich alle. Können sich Leute einlesen. Kleiner Hodenkobold. Ja, weg da. Bin am Looten. So, da kommen wir mit.
Komm mal her. Hey. Und? Sehen wir uns mal an, was du... Oh Gott, das riecht hier absolut widerwärtig. Hey. Brauchst du was? Sollen wir dann die Beute aufteilen? Ja, weil ich nicht so viel tragen kann. Bin immer noch ziemlich schwer eigentlich. Hundert ist es wert. Okay, oh. Ah, geht's ja nach oben. Wo ist er hin? Und gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Ja, macht doch Spaß. Wo sind denn der ganze Loot? Wo sind denn die anderen hin? Waren noch zwei. Okay, okay, okay. Erstmal hier umschauen. Was denn? Kann man das drehen? Nehmen. Ist schon was wert. Den Raum noch schnell erkunden. Hier kann man durchklitschen. Bin einfach zu lootgeil. Ich kann nicht anders. Ich muss mir einfach alles holen. Ja. Gute Arbeit. Aber schaffst du das auch mit verbundenen Augen? Ja. Was brauchen wir den? Irgendwas zu lesen ist langweilig. Okay, jetzt ist gar nicht so dunkel. Oh, Entschuldigung! Wollte ich jetzt nicht.
mal einen bestätigten Abschuss. Geh weg. Na, 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 na. Hier sind wir durch. Hier waren wir auch schon. Was habe ich jetzt verpasst? Irgendwo ging es durch die Treppen hoch. Hier. Vorsicht, Loch, gell? Aber mal ein Aufzug. Oh. Was zum Geier ist hier passiert? Alles verwüstet. Ja, was wohl? Die Ghule. Wo ist denn der andere jetzt? War noch zwei. Gefällt mir gar nicht. Wir sollten nicht hier. Das sieht aus, als hätte es wehgetan. Bisschen. Ist es normal, dass mir die Nackenhaare dermaßen zu Berge stehen? Da geht's wieder runter. Ravishes. Nee, kann man nicht. Hier geht's auch nochmal hoch. Wo denn? Was für ein Zauberer? Gesundheit. Der verdammte Staub fliegt mir direkt in die Nase. Silver Shroud Script. Nein, da wollte ich mich nicht hinhalten. Ich will die Script ja nicht lesen. Silver Shroud Script. Nein, das ist das Foto. Ja. Hören wir mal. Mhm.
Hab's doch gerade rüberlaufen sehen. Wo zur Hölle sind sie? Oh, noch einer. Ja, aus dem Weg. Eine Achterkugel. Jetzt trage ich zu viel. Na toll. Komm mal her hier. Hey. Ja, was gibt's? Oh, der kann aber viel tragen. Mehr wie die alte. Der. Wieder ein kleiner Ding. So, ich glaube, das war's mit denen, oder? Eine fette Kiste hier, oder? Was ist das? Nee. Alter, kann ich die nicht nehmen? Verdammt nochmal, ja. Oha. Erhöht Stärke, aber Nahkampf mache ich ja kaum eigentlich. Oha. Man kann auch aufs Dach. Gut zu wissen. Viel schleppen kann ich jetzt dann bald nicht mehr. Schau mal, was war das? Jetzt müsste ich jemanden geben, der da mit mir im Nahkampf kämpft. Was macht mein Haar panisch? Vierzehn und 23. 10 und 15. Aber besser gegen Radioaktivität. 2 Stärke, Gewicht. Gewicht 9,9. Nur 2 Gewicht.
Komm, den zieh mal an. Was soll's? Da ist das Kostüm. Das haben wir schon mal. Hier haben sie also die alten Silver Shroud Sendung gedreht. Die hätte ich gern gesehen. Hier haben wir das Tonstudio. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, alles auf dem Dach. Ist bestimmt noch irgendwas Besonderes, weil sonst könnte man da nicht hoch, oder? Oh, warte mal. Gibt es hier noch einen Hintereingang? Oh, Silberschrauts Maschinenpistole. Hätten wir ja fast übersehen, das gute Stück. Die Frage ist, wie gut ist die? Und wo ist die? Ach, die muss ich ihm geben wahrscheinlich, ja? Weil hier ist sie nicht drin. Na gut, egal, gehen wir mal. Wo war es denn jetzt mit den Treppen? Wo ging es denn nochmal die Treppen hoch? Irgendwo war doch eine Leiter hier. Ladezeiten vom anderen Stern her. Ich liebe nichts mehr als ohne Deckung herumzustehen, damit man mich besser treffen kann. Und ich frage mich, warum man hier raufgehen kann. Aus welchen Gründen? Hier gibt's nämlich nichts. Machen wir erstmal Schnellreise und dann sehen wir im nächsten Video. Das tue ich erstmal alles verwerten. Ciao, ciao. Lasst Likes, Kommentare da und ein Abo. Wenn es Abo anmacht, macht die Glocke an, verpasst ihr kein Video. Ciao, ciao.